BESSY 2 ist seit 20 Jahren die nationale Synchrotronstrahlungsquelle in Deutschland für den weichen Röntgenbereich. Und aktuell machen wir einen Innovationssprung. Mit einem neuen Konzept für unseren Teilchenbeschleuniger eröffnen wir ganz neue experimentelle Möglichkeiten in der Materialforschung. BESSY 2 ist ein kreisrunder Teilchenbeschleuniger, der Synchrotronstrahlung erzeugt. Das ist elektromagnetische Strahlung, also im Prinzip Licht, das wir anbieten für Experimente. Und das Licht geht von Terahertz über den sichtbaren Bereich bis zur Röntgenstrahlung. Wir liefern dieses Licht für die internationale Wissenschaftsgemeinde, die hierher kommen, um ganz spezielle Messungen zu machen im Bereich der Grundlagenforschung, in der Physik, in der Chemie, in den Lebenswissenschaften. Aber auch im Speziellen werden hier Solarzellen untersucht, Batteriematerialien und Materialien für die magnetische Datenspeicherung. Normalerweise kreisen unsere Elektronen auf einer Spur und geben immer das gleiche Licht ab. Und die Idee ist jetzt, einen neuen Betriebsmodus zu entwickeln mit einer zweiten Spur, um die Flexibilität zu steigern. Also wir können dann einmal mehr Licht anbieten, quantitativ, aber wir erforschen gerade diesen Modus und stellen auch fest, dass wir neue experimentelle Möglichkeiten anbieten können. Also auch ein qualitativer Schritt. Nach ersten Vorversuchen unserer Kollegen aus der Beschleunigerphysik haben wir versucht, an den Beamlines dieses spezielle Licht von den zwei Orbits zu trennen. Und die ersten Vorversuche sahen sehr vielversprechend aus. Das fühlte sich an wie zwei Beschleuniger in einem. Diese überraschenden Ergebnisse haben uns dazu ermutigt, diesen speziellen Betriebsmodus tatsächlich im regulären Nutzerbetrieb anzubieten. Und wir haben bereits eine komplette Testwoche gemeinsam mit Nutzern in diesem Betriebsmodus verbracht. Das langfristige Ziel ist, einen realistischen Betriebsmodus für unsere Anlage BESSY 2 mit diesen zwei Spuren zu etablieren. Alle Experimente, alle Wissenschaft, die wir dafür machen, alle Studien, die fließen ein in ein noch längerfristiges Ziel, also in Ideen und Konzepte für eine Nachfolgeanlage von BESSY 2, also einen neuen Ring BESSY 3, der vielleicht für so einen Modus optimiert sein könnte.